Was kicken Sie mich so an? Kann ich doch nicht dafür. Arschloch. Guten Abend, sehr verehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger. Ich spreche heute zu Ihnen, weil dieses Thema mir einfach keine Ruhe lässt und ich muss es mir von der Seele reden. Und zwar handelt es sich um Todesursachen, die einfach so unnötig und saudumm sind, dass Leute, die an sowas oder von sowas sterben und ihr Leben lassen, denen ist einfach nicht zu helfen. Weil wer so saudumm ist, der hat auf dieser Welt einfach verschissen Pech gehabt. Also, um dies zu veranschaulichen, hier mal einige Beispiele. Also als erste saudumme Todesursache. Von einem Zombie oder einer Mumie ermordet zu werden. Das muss man sich erstmal bildlich vorstellen. Ein Zombie, der läuft doch erstmal so langsam und unsicher und dann noch mit ausgestreckten Armen. Also, wer da nicht entkommen kann, das gibt's doch überhaupt gar nicht. Also, man steht einfach auf und läuft weg und fertig. Da muss man doch nicht warten, bis diese Viecher einen um den Hals krausen und dann die Luft abdrehen. Also, das gibt's doch nicht. Saudumm, muss ich sagen. Hier eine weitere saudumme Todesursache. Von einem Schnellzug überrannt zu werden. Hat man denn noch Nerven? Also, jedes Mal, wenn ich sowas in der BZ lese, da wird mir so schlecht. Ein Schnellzug, ja klar ist der schnell, aber den hört man doch schon vom Weiten kommen. Und wenn der sich nähert, ist doch genug Zeit, von dem Gleis runterzugehen oder vielleicht gar nicht erst draufzusteigen und da sitzen zu bleiben. Es ist doch einfach nicht zu fassen, wenn jemand so ums Leben kommt. Also einfach zu doof für diese Welt. Hier weiter auf meiner Liste. In der Badewanne durch ein stromgeladenes Haushaltsgerät einen tödlichen Elektroschock erleiden. Hören Sie mal. Müssen Sie denn unbedingt gleich neben der Badewanne einen Toaster haben zum Beispiel? Können Sie nicht warten, bis Sie fertig sind mit Ihrer Planschroutine und dann gehen Sie in die Küche und machen sich einen Toast? Oder was gibt's noch alles? Haare föhnen, das hat doch alles Zeit, das muss doch nicht unmittelbar mit dem Badewasser zusammenhängen. Also wieder mal, wer so ums Leben kommt, also da habe ich einfach keine Worte. Weiter auf meine Liste. Von einem exotischen Haustier getötet zu werden. Nun hören Sie doch mal zu. Können Sie nicht ab und zu mal in den Zoo gehen und sich die Tiere angucken? Wieso müssen Sie einen Orang-Utan in Ihre Zwei-Zimmer-Wohnung unterbringen? Das ist doch totale Schwachsinnigkeit. Na logisch kriegen die irgendwie mal einen Rappel und hauen ihn eins aufs Dach. Ja, und wenn sie denn tot sind, brauchen sie sich auch nicht wundern. Oder ein Tiger im Käfig hinten im Garten, das muss doch alles nicht sein. Was weiß ich, Elefanten und Affen und Bären vielleicht auch noch. Ja, die sind ganz süß und knuddelig, wenn sie klein sind. Die werden aber groß und die fressen viel. Und irgendwann haben sie auch mal die Schnauze voll, da rumzutanzen für ihren Mittagessen oder was. Nee, kein Verständnis. Weiter, sich während extrem Onanie versehentlich zu erhängen. Also wissen Sie was? Dazu sage ich ja nicht. Also die Überschrift alleine dürfte Ihnen doch eigentlich reichen. Das müssen Sie sich selbst ein Bild von machen. Und wie bescheuert das ist, so zu sterben und das dann am nächsten Tag in der Zeitung zu lesen. Nee. Denn auch noch, also hier auch wieder mal. Tödliche Verletzung zugezogen, weil man sich eingebildet hat, dass man mit einem Sexkult-Video vielleicht reich und berühmt wird. Aber stattdessen lediglich in der BZ auf Seite 24 kann man dann lesen, was passiert ist. Also, dass alles kaputtgerissen, was weiß ich, weil man sich eben mit dem Pferd nicht einlässt und dann versucht, da zu verfilmen. Also, bescheuert. Ein so bescheuerter Plan bedarf besserer Vorbereitung. Oder besser noch, sofortiges Abschminken solcher Ideen. So, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, jetzt haben Sie mal meinen Standpunkt hier so ein bisschen gehört, wie das also zu der Sache steht. Und ich kann Sie nur dringend aufrufen und ermahnen, doch bitte solchen Situationen auszuweichen, dass ich nicht irgendwie wieder hören muss, dass irgendjemand also auf so eine ganz, ganz dumme und hirnlose Art ums Leben gekommen ist. Und wir sind vielleicht 80 Millionen, aber jeder Einzelne, der so abnippelt, ist zu viel. Und das ist einfach peinlich und dem muss Abhilfe geschaffen werden. Und ich hoffe, dass Sie mir da übereinstimmen. Und ja, dann erstmal gute Nacht fürs Erste. Schönen guten Abend. Die Banken spekulieren und riskieren einen Crash. Sie haben nichts zu verlieren, von mir gibt's immer Cash. Solange es ein Euro Jobs und Arbeitslose gibt, können wir unbeschwert schmarotzen wie ein legaler Dieb. Ich bin Angela die Große mit Superschlau-Syndrom. Macht euch nicht in die Hose, denn Angie schafft das schon.
In jedem Team bin ich der Boss, man hat sich dran gewöhnt. Und wer nicht mitspielt, wie ich will, der kriegt eine gedröhnt. Ich hab die Kraft, die alles schafft. Bin an der Macht, setz jeden Schachmatt. Wie der Wind sich auch dreht, bin immer schnell bereit, mich mitzudrehen. Angie dreht sich, das versteht sich. Ob zu früh oder spät, ich bestimm, wann und wie es weitergeht. Angie dreht sich, das versteht sich. Bin an der Macht, setz jeden Schachmatt. Ich hab die Kraft, die alles schafft. Angie kann alles, Angie kann noch mehr. Angie kann alles, Angie kann noch mehr. Wie der Wind sich auch dreht, bin immer schnell bereit, mich mitzudrehen. Angie dreht sich, das versteht sich. Ob zu früh oder spät, ich bestimm, wie und wann es weitergeht. Oh, 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 oh. Die Banken spekulieren und riskieren einen Crash. Sie haben nichts zu verlieren, von mir gibt's immer Cash. Solange es ein Euro Jobs und Arbeitslose gibt, können wir unbeschwert schmarotzen wie ein legaler Dieb. Zeig doch mal! Zeig doch mal! Zeig uns doch mal dein Arschgesicht! Zeig uns doch mal dein Arschgesicht! Zeig uns doch mal dein Arschgesicht. Oh, 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 oh. Ich hab die Kraft, die alles schafft. Bin an der Macht, setz jeden Schachmatt. Zeig uns doch mal dein Arschgesicht. Osama tot, der Vollidiot, da konnte ich nur lachen. Wen das stört, der gehört einfach weg, hat keinen Zweck. Atomstrom ja, Atomstrom nein, hin und her, her und hin. Ihr denkt, ich lüge, denkt, ich bin, was ich sage, gilt. Und genau so muss es sein. Zeig doch mal, zeig doch mal! Zeig uns doch mal dein Arsch! Zeig doch mal, zeig doch mal! Komm schon, Angie, zeig's uns endlich. Zeig doch mal, zeig doch mal! Zeig uns doch mal dein Arschgesicht! Komm schon, Angie, zeig's uns endlich. Ist es zu früh oder zu spät? Ich sage euch, wie's weitergeht. Ich bin der King, ich bin die Queen. Egal was kommt, ich krieg das schon hin. Zeig doch mal, zeig doch mal! Zeig uns doch mal dein Arschgesicht! Zeig doch mal, zeig doch mal, zeig uns doch mal dein Arschgesicht! Zeig uns doch mal dein Arschgesicht. Zeig uns doch mal dein Arschgesicht. Ah, was ist denn das hier? Ein Waschbecken. Geil. Was ist ein Rohr? Ach so. Ich hab gedacht, das ist ein Waschbecken. Man kann sich ja irren, wa? Ich glaube, bei Ihnen regnet's drin, wa?